Hallo zusammen und herzlich willkommen. Viele von euch kennen ja mein Format Tech Battle, in dem ich eure Setups so zeige und bewerte, positiv als auch negativ. Und da kam natürlich auch von vielen der Wunsch, dass ich euch mal zeigen soll, wie viel Geld man jetzt endlich ausgeben muss oder sollte, um ein geiles Gaming-Setup zu bauen. Und heute werde ich ein Gaming-Setup bauen, beziehungsweise die Peripherie dafür kaufen bzw. zeigen, die man braucht, um das bessere Gaming-Erlebnis zu bekommen bzw. um dein Gaming-Erlebnis zu verbessern, das Ganze für 300 Euro. Das bedeutet 5 Produkte für dein besseres Gaming-Erlebnis und damit würde ich sagen, legen wir los. Ich wünsche dir viel Spaß und ganz genau, ab geht's! Sapphire bietet mit der RX 580 für überschaubares Geld enorm viel Leistung, eine exzellente Kühlung und RGB-Beleuchtung. Zusammen mit AMDs FreeSync Technology bekommst du geile FPS ohne Rocklaw und Tearing und das gepaart mit dem Adrenalin-Treiber sorgt für einfaches Aufnehmen und Streaming, Power Management und mehr. Check doch einfach mal die Videobeschreibung ab, dort gibt es weitere Informationen. So, fangen wir doch einfach mal an mit dem Monitor und zwar heute stelle ich euch den Asus VG245H vor, ein 24 Zoll Monitor von Asus mit Full HD Auflösung und einer Millisekunde Reaktionszeit. Außerdem verfügt der VG245H über eine Höhenverstellbarkeit und bietet eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. Die FreeSync Technology ist ebenfalls mit am Start und so bringt das Ganze in Kombination mit einer AMD GPU wie der RX 580 noch mehr Spaß beim Zocken. Die 75 Hz Technik ist aus dem Grund so interessant, da die RX 580 wesentlich mehr als 60 FPS schafft und die FPS sind gleichzusetzen mit der Bildwiederholfrequenz in Hertz. Demnach sind 75 FPS auf einem 75 Hz Monitor eine extrem geile Sache. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einer Nvidia GPU, allerdings dann ohne FreeSync. Trotz dessen, dass hier ein TN-Panel zum Einsatz kommt, ist das Bild einfach überragend gut und das ist das einzige TN-Panel-Gerät, was ich überhaupt noch generell empfehlen kann. Das Ganze für unter 170 Euro und damit ist der VG245H ein echt cooles Gaming-Device. Damit kommen wir zu Maus und Tastatur und ich setze heute auf ein Kit aus dem Hause Sharkoon und das Ganze nennt sich Sharkzone GK15. Kommen wir damit erstmal zur Tastatur und diese ist ausgestattet mit Schaltern auf Rubberdome-Basis und einer anpassbaren Beleuchtung. Außerdem mit einem posierenden Farbwechsel und einer Anpassung der Helligkeit. Zudem gibt es dann noch austauschbare WASD- und Pfeiltasten und natürlich noch die beliebten Multimedia-Keys. Jegliche Konfiguration der Beleuchtung erfolgt über die Sharkzone-Taste und einer weiteren Taste für die Farbe, Intensität und Frequenz. Ohne Maus geht es natürlich nicht und so gibt es auch bei diesem GK15-Kit eine Sharkoon-Maus mit ergonomischem Design und Beleuchtung. Im Inneren schlummert ein PixArt-Sensor mit bis zu 3200 dpi, die sich je nach Wunsch über den Taster hinter dem Mausrad einstellen lassen. Durch die Auswahl der dpi ändert sich gleichzeitig auch die Beleuchtung und so an sich auf jeden Fall eine schlichte und elegante Gaming-Maus und angeschlossen werden Maus und Tastatur über ein sehr langes USB-Kabel mit gelber Ummantelung. Vervollständigt wird die Maus durch das 1337 Mauspad, ebenfalls aus dem Hause Sharkoon, in der Größe M, ein klassisches Textil-Mauspad mit einer gummierten Rückseite für einen absolut sicheren Halt. Das Ganze gibt es auch in der XXL-Version für die Kombination von Maus und Tastatur auf einem großen Mauspad. Was natürlich nicht fehlen darf beim Zocken ist ein Headset und hier gibt es eine enorm große Auswahl. Ich habe vor einiger Zeit mal das Astro A10 getestet und ich finde es nach wie vor sehr gut. Ein klassisches Stereo-Headset und das muss man natürlich auch irgendwo mögen. Klangtechnisch ist das A10 sehr gut, das Mikrofon reicht für Gaming und Teamspeak nebenbei vollkommen aus. Für Let's Plays oder anderweitige Sachen wird es dann schon etwas schwierig. Das A10 gibt es auch noch in anderen Farben, falls das Rot jetzt irgendwie nicht ganz so zusagt. Und falls du sagst, hey, das Ganze ist mir zu teuer, dann schau dir doch einfach mal das Lioncast LX 50 an. Headset bedeutet auch, irgendwie muss das gute Stück natürlich noch untergebracht werden. Und so gibt es noch einen simplen, aber sehr schönen Headset-Halter dazu für kleines Geld. Schlicht, einfach und funktional. Mit all diesen Komponenten komme ich jetzt auf einen Gesamtpreis von 290 Euro. Und das gesparte Geld, also die 10 Euro, kann ich beispielsweise in Deko oder auch Beleuchtung investieren und falls du jetzt sagst, du möchtest weitere Informationen bzw. auch Preise anschauen, findest du dazu alles in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt habe ich natürlich schon die reine Peripherie, wie hier zu sehen, stehen und damit stellt sich jetzt die Frage, welchen PC sollte ich jetzt nehmen, um das Ganze irgendwie geil zu betreiben bzw. um ein geiles Gaming-Erlebnis zu bekommen bzw. zu erhalten. Und natürlich habe ich auch in der letzten Zeit wieder diverse Gaming-PCs für die unterschiedlichen Preiskategorien vorgestellt. Hier zum Beispiel diesen PC mit einem Ryzen 5 2600 zu 4 GHz und einer RX 580. Leistungstechnisch extrem krass, wie hier zu sehen zum Beispiel in Battlefield 1 und in Kombination mit dem FreeSync 75 Hz Monitor macht Gaming einfach unfassbar viel Spaß. Das ganze Video zu diesem PC bzw. dessen günstigere Alternative gibt es natürlich in der Videobeschreibung verlinkt.
Ja, meine Freunde, das sind meine Top 5 für ein besseres Gaming-Erlebnis für 300 Euro. Überschaubares Geld, muss ich sagen. Es geht natürlich noch wesentlich mehr Geld, beziehungsweise auch etwas weniger Geld. Wenn ihr jetzt Bock habt, beziehungsweise sagt, hey, ich möchte mehr von diesen Themen sehen, beziehungsweise Videos dazu, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein. Mich würde auch mal interessieren, was nutzt ihr, beziehungsweise du jetzt zum Beispiel für einen Monitor, Tastatur, Maus und so weiter und so fort. Die gesamte Technik, wie zum Beispiel auch hier jetzt im Hintergrund zu sehen, sollte meiner Ansicht nach auch schön positioniert werden und vor allen Dingen auch mit einem schönen Kabelmanagement versehen werden. Und das passende Video dazu als Anleitung bzw. diverse Lifehacks gibt es in der Videobeschreibung verlinkt. Egal ob super teuer oder super günstig das Setup auch ist, das Ganze ist mir persönlich sehr wichtig, dass das Setup an sich mit einem schönen Kabelmanagement ausgestattet wird. Das zeige ich immer wieder in Setups, die ich baue bzw. zeige in Techbette oder ähnliches. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, Kabelmanagement ist vielleicht ein bisschen Arbeit, macht das Ganze aber auf jeden Fall deutlich eleganter und geiler. Meine Freunde, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Und schreibt auf jeden Fall mal eure Technik bzw. Peripherie unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Und das steht natürlich schon in den Startlöchern. Bis neulich und ganz genau, ciao!